ship! I'm so excited! But let's keep it together. At least until the first deck. I hope your front door is locked and your phone is switched off. It's match time. And nothing can come in the way of a head coach and his Blood Bowl! Welcome back, Blood Bowl fans. Facing the Dark Elves is never fun. They're cruel, they're vicious, and they're really pretty good. Ja, hier wieder beim Koalion bei Blood Bowl 2. Ich hab mal wieder die Einstellung verloren. Wir haben nur Touchdowns drin. Und, na gut. Dann also wieder keine Teamvorstellung. Schade, schade. Bei den Dark Elves wäre das ganz nett gewesen. Wir haben einen Starspieler dabei. Was kann der denn? Oh, hypnotischer Blick. Ausweichen. Fangen. Und Nerven aus Stahl. Okay, was haben wir sonst hier noch? Wir haben hier Abwehren. Mehr Bewegungsreichweite. Nix. Tackle und Ausweichen und Unerschrocken. Was haben wir hier? Abrollen, nichts weiter sonst. Ringen. Gewand. Okay. Blocken. Oh, kann auch nichts weiter. Was haben wir hier? Ballgefühl und Abspiel. Das ist der Starspieler. Und hier der Star eigentlich von den Unerschrocken, Tackle, Ausweichen und Blocken. Der ist ganz schön fies da hinten. So, wir gehen hier auf... Na? Na, defensive Aufstellung 1 bist du doch, ja. Hier. Hatten wir nicht letzten eine Aufstellung gespeichert, wo der Minotauros und die Dinger hier drin sind? Die Chaoskrieger? Immer dasselbe hier. So, ein Guy raus mit dir. Brauchen den Lesrak Dark. Und auch Plastiklöffel macht Platz für unseren Black Scorpion. So. Der Samur macht Platz für den Loridas. Okay, und jetzt speichern wir diese Aufstellung nochmal unter Aufstellung speichern. Okay. Good old fashioned fight, würde der Bob sagen wahrscheinlich. Einmal Kick. Wir bekommen einen extra Wiederholungswurf. Genau so muss das sein. What was that, Jim? What, Bob? The whole fantastic thing. Oh, I'm just trying to introduce a catchphrase. My agent says it will help for future gigs. Don't do it again. I hate bad puns. Ja, es gehen Gerüchte rum, dass es auch bald eine deutsche Synchronisation geben soll. Wir werden das erleben. Oder auch nicht. Angram, der Läufer. Yay. Lauf, 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 lauf. Well done. They have the ball now. Yay. Okay, der erste Blitz. Geht direkt nochmal durch gegen den Koali. Yay. Come on, guys. Together. Haha. Dropping like flies, Jim. Schade, keine Casualty. So. Ich bin versucht, diesen starken Spieler hier aus dem Spiel zu entfernen. Wir werden das versuchen mit dem guten Black Scorpion. The bigger they are, the harder they punch. So, einmal da. Ausweichen hatte. Like an old traditional spectacle in Estaria. I know this one. Okay, hier. Toromania.
So, ne, Koali geht jetzt mal nach vorne, nach hier, und Backfisch wird dann den Star, also ist ja kein Starspieler, aber den starken Spieler des Gegners ab in die Zuschauer. Na, schade, keine Casualties. Okay, hier haben wir eine Hexe, die möchte doch bestimmt vom Eloridas verprügelt werden. Na, schade, dann halt nicht vom Eloridas verprügelt werden. Dann halt vom Sauer. Auch nicht. Komm, wir machen da mal wieder einen Erholungswurf draus. Jawohl, da ist es doch. Zum Schlagsie. Yes, der Samur schlägt auch Frauen. Ausgestochenes Auge. So muss das sein. So, der Frank, die andere Hexenkriegerin hier schlagen. Bleiben. Und der Lesrak hat, glaube ich, kein Problem damit, hier gegen Frauen einzutreten. Die hart abrollen. Die hat keinen Block. Gucken wir mal. Ah, sie ist gelähmt. Alles okay. Alles okay. Eine Hexenkriegerin schon mal weniger. Das ist schon mal ganz gut. Unser Minotaurus leider ganz weit weg vom Geschehen. Aber wir haben schon mal zwei Spieler weniger im... Naja. Elfenspiel durch die Reihen laufen und möglichst viele Ziele bieten. Aber solange wir hier so weiter prügeln wie in der ersten Runde, jede Runde zwei raus, dann ist das doch ganz gut. Okay. Die haben auch meistens nur eine Rüstung von 8 oder 7. Das heißt, ist eigentlich ganz gut machbar. Okay. Das ist der Cage um den Ball. So, dann werden wir jetzt mal hier mit dem guten Lesrak aufstehen. Der Koali macht hier mal zu. So. Einmal hier die Backfisch zur Hexe. So, und dann werden wir hier mit dem Eloridas einmal auf diesen Blitzer einprügeln. Und hoffen, ihn aus dem Spiel zu abwehren hat er. Ist okay. Cartman. Einmal den Starspieler blitzen. Perfekt. Und jetzt bitte durch Knochenbrecher aus dem Spiel. Das wäre cool. What can you do against a full speed horned? Leider nicht. Luminus einmal nach hinten. So, hier Mischka dazwischen. So, wir hoffen mal, dass der Black Scorpion auch ohne gewalttätige Taten hier mal Lust hat zum Prügeln. Ja, er ist gut dabei. Gut, und dann halten wir den Bero hier nochmal zurück. Während wir den Frank hier nach vorne ziehen, neben den Ballträgern, hat er erstmal was zu tun. So. Und auch den Samur nehmen wir neben den Ballträger. Ich meine, der kann relativ einfach ausweichen, aber... Naja. Irgendwas ist immer. So. Bin gespannt, was da jetzt kommt von den Dunkelelfen. Dein Gegner spielt, ja, ich sehe aber nichts. Mach hin. Der hat nur Block und eine höhere Bewegungsreichweite, der Typ, der den Ball hat. Das heißt nur, das ist schon ziemlich gut. Hm. Noch alles in Ordnung. Da steht er auf. I train week after week for doing this move, Jim.
but gravity was too strong. Nice. Ausweichen. Very nice. Okay. Hat er geschafft. Und der Starspieler will very ausweichen. Nice. Hat das auch geschafft. Go on. Catch him. That's easier okay. said than done, Bob. Das heißt, wir haben jetzt den Samur bereit, den Ballträger hier zu hauen. Schade, schade. Folgen. Und schon wieder diese Verklickerei hier mit den Feldern. Das ist echt nervig. So, der abwehren. Okay. Der Minotaurus kommt dann nicht dran. Der Cartman macht mal wieder hier einen Blitz gegen den Starspieler. Hat der den Blocken? Der hat fangen. Nerv 100. Kein Block? Oh, dann geht er es da. Und ist da. Sehr schön. So, Cartman. Auf zum nächsten. Zap, zap, zap. So. Und hier gibt es auch noch einen, den es abzufangen gilt. Der Koali möchte bitte hier hin. So, und Backfisch einmal. Nein! Oh, schon wie dieses Verklickerei. Das ist echt zum Kotzen, ist das. Nicht gut. So, einmal hier hin. So, und was machen wir mit dem? Der stellt sich noch da. Oh, er bewegt sich sogar so, wie wir wollen. Das ist ganz gut. Black Scorpion ist heute in Form. Noch hat er nicht viel gerissen, aber er versucht's. Er ist motiviert. Ja, wieder zweimal verklickt in diesem Spiel. Das ist... Kann einen auch mal das Spiel kosten. Safety in numbers. Look up. Intimidation is the key. Was one of my strengths when I was still playing. Great movement. Greased boars would struggle to dodge through that defensive lineup. The other player stood at upstairs with such easy prey. I may swing down myself. I fancy a bite. Ja, dringen. Das, dadurch ist jetzt der Ballträger frei. Alles klar. Dann würde ich sagen, Mischka. This is going to be decisive. Schlägt den hier mal K.O. Folgen. Der Kuriminus läuft oben lang und nähert sich mal diesem Spieler. Cartman, deine Aufgabe wie immer mal den Ballträger. I like this. The dung is about to hit the fan. So, der hat Blocken, der hat kein Ausweichen, das heißt Mission accomplished. Jetzt nur noch geht's die B-Note mit Cartman. Jawohl, B-Note super. Fimbien ist verletzt. That's why I love this game. So sehen wir den Cartman gerne. Alles klar. Der Beru ist hier oben. Samur steht mal bitte auf. So, dann haben wir hier einen Block mit. Ah, jetzt wo es ums Blocken geht, will er nicht mehr. Okay, alles klar. Habe ich mir gemerkt. Hm, ist schon klar. Eloridas neben dem Ball. Schön sichern. Der Frank. Geht doch schon mal hier nach vorne. Den könnten wir eigentlich mal einen Touchdown verpassen gleich. Sieht nämlich momentan ganz gut aus. So, einmal hier zur Unterstützung den Lesrak.
Und der Bero... der hat auch Block, leider. Schade. So, und das ist ein Einser. Bringt nicht viel. Aber wir folgen mal. So, dann haben wir alle bewegt und der Gegner ist wieder dran. Ein Elf weniger auf dem Spielfeld. That's a real flurry of blows the opposing player is taking. She just won't stop. I don't know whether to be excited or disgusted. Noch ein Einserblock. Wiederholungswurf. Ja, so kriegt man den Koali nicht. This player, the attacker, smells weakness. Dieser Elf geht raus. Okay. Solange er wegfährt vom Ball, ist mir das egal. So, und das ist der Turnover. So, wir starten mit dem Mischka und einem... Unity is strength! Einmal nach da schieben bitte und bleiben. So, dann einmal hier der Loridas. Der schafft das doch. Folgen. That player is so close to a world of hurt. Gelähmt. Samur. Pushing. Der ist auch noch gewandt. Das heißt, wir können ihn gar nicht über den Rand kicken. So. Backfisch. Einmal hier rüber. Alles klar. Der Kuriminus. Ich würde ja ganz gerne den Ball aufheben, aber es ist mir noch zu risky. Wir versuchen zuerst hier nochmal diesen Elfen. Und zweimal wildes Tier auf die 2 verfatzt. Na gut, dafür hat es eben zweimal auf die 4G schafft. Alles klar. Gut. Der Nesrak. Nein, wir wollen keinen Wiederholungswurf machen. Stroking him on his belly or chin may calm him down. So, alles klar. So, jetzt nehmen wir mit dem Kuriminus mal den Ball auf. Komm, Kuriminus, du schaffst es. Ja, sieht gut aus. Einen da weiter noch nach vorne. Und dann können wir Cartman dich ein bisschen absichern. Haben wir noch einen Blitz? Wir haben sogar noch einen Blitz. Das heißt, hier der Koali blitzt mal den hier. Und der hat auch kein Ausweichen. Sehr perfekt. Folgen. Okay. Zug beenden. Ball erobert. Da kommt der Blitz. Gegen den Mischka. So kriegt man ihn nicht down. With fists flailing, he's following up, hoping to get the knockdown next time. Okay, wie geht jetzt? Oh, die Hexe möchte sich befreien. Auch der... Yes! Gut gemacht, Black Scorpion. So, der war gewandt hier, ne? Der war gewandt. Ja, das heißt, wir können ihn nicht über die Spielfeldkante schubsen. Das ist schon mal blöd. Aber wir tackeln ihn trotzdem mit dem Minotaurus. That's a holding maneuver, if ever I saw one. Wo will er hin? Dahin, okay, alles klar. Und nochmal. Oh, schade. Wir pushen weiter. Alles klar. Gut, dann stellen wir ihm doch mal den Eloridas vor. Hallo! So, dann stellen wir... hier den Kuriminus hin.
Und versuchen mit dem Coriminus den Pass vorne auf den Flank. A quick pass here should do nicely. Natürlich brauchen wir den Wiederholungswurf. Komm, du schaffst einen Pass. Das ist ein kurzer Pass. Nee. Coriminus kann keine Bälle werfen. Notiert. Ah, jetzt kriegen die Elfen wieder den Ball. Oh, das ist aber risky. Tja. Smack! Sehr schön, das sind die ersten Starspielerpunkte für den Black Scorpion. Das wäre total unnötig für den Gegner, aber er versucht den Minotaurus wegzukriegen, aber naja. So nicht. So nicht. So nicht. So. Samur, kümmere dich um den Ballträger. Der hat leider Block. Wir wiederholen das mal. Ach, schade. Der hat Abwehren. Nee. Frank, einmal nach da. Hier haben wir den Eloridas. Der wird den hier ein bisschen beharken. Und der Coriminus auch neben ihm. So, Blood Scorpion. Next time they should hire a tame player. Ja, ist ja gut. Ganz ruhig. So, Wackfisch einmal hier den Eifen schlagen. Und folgen. Okay. Hier haben wir den Lesrak Dark, der möchte gerne den Elfen hauen. Okay, die gehen beide zu Boden. That's going to cost. Now it's the other team's turn. Aber der Elf ist gelähmt und der Lesrak nicht. Der Lesrak braucht dringend Starspielerpunkte. Der muss Block kriegen. So, hier gibt's einen Push gegen den Mischka. That player is looking rather smug for remaining upright. Pride comes before a fall. Okay. Probieren erstmal hier den Blood Scorpion wieder nach vorne zu bekommen. Ja, er möchte diesmal auch. Alles klar. Backfisch einmal hier schlagen, bitte. So, und dann geht's ab in die Fans mit dem. Und wir bleiben natürlich stehen. Oh, he's going to get intimate with the fans. I hope they're not too excited. Engda X hat sie hinzugefügt zu ihrer Freundesliste. Das ist aber nett. Sogar live, im Fernsehen und in Farbe, Engda. Danke, danke. So, ja. Du hast trotzdem nicht aufgestellt. Alles klar. Hey, Leute, einmal hauen, bitte. Okay, den haben wir hier, den Frank, der genau, der sollte ja auch den Touchdown machen. Touchdown für Frank! Touchdown! Just before halftime. That really screws with the players in the locker room. With that touchdown under their belt, we can finally get this match started. Oh ja. Halbzeit. Wir haben gut gewütet unter den Elfen. Hey, it's a fresh start. So the carnage can start all over again. So, wie viel? Drei weg, drei weniger Elfen. Leider sind die anderen K.O.-Elfen angekommen. Yeah. So, wo ist denn Backfisch hier? Du bist doch unser Ball Carrier. Einmal wieder zurück. So, Coriminus nach vorne. An die Linie. So, hier der Starspieler steht da etwas gefährlich. So, Manuel FS, Plastiklöffel und Mischka draußen. Wir tauschen den Enger immer wieder gegen den Mischka.
So, Cartman steht da eigentlich ganz gut. Der Beru könnte sich auch mal hier hinstellen. Das ist der Eloridas, der Frank, Samur, Lesrak. Okay. Mal hier nach drüben. Dann tun wir den Beru auf die Seite. Alles klar, Einstellung bestätigen und wir bekommen jetzt den Ball. Jeder Spieler vom Nordburg Chaos, der sich nicht in der Tackle-Zone befindet, kann auf ein Feld bewegen werden, auf das der Ball landen wird. Jo, hier kommt Backfisch einmal dahin. Bit of a luck. What are you up to, Bob? I'm thinking about what to have for lunch. Roast elf heart or baked halfling leg? Oh, yummy. I think this player would rather be alone. Ja, is the assist going to be enough to come out on top? Nicely deflected. So, jetzt Blood Scorpion, enttäusch mich nicht gegen den Starspieler. Ah, sieht gut aus. There's nothing better than hitting someone smaller than you, Jim. One more step in. Und ab ins Publikum mit dir. The fans seem very rabid tonight. I hope they leave a few bits of the player intact. So. Dann gehen wir mal nach hier. Und der Quali sichert hier ab. So, und dann einmal mit Backfisch hier nach vorne. Tuck, 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 tuck. Und der Pass natürlich auf Mischka. Ein schneller Pass. That's a completion. What's the next play? Und einmal hier in die Safety Zone mit dem Mischka. So, und der Samur möchte jetzt noch ein bisschen prügeln. Haben wir gehört, kein Problem. Ja, wir nehmen mal den Wiederholungswurf. Und schauen mal, wie das hier läuft. Mit unserem Knochenbrecher Chaoskrieger. Nee. War auch schon mal besser. Gucken, ob der Lore das jetzt besser kann. Und folgen. Nein, kann er nicht. Und der Frank. In letzter Zeit in Hochform. Heute einen Touchdown schon erzielt. Letzten Spiele viele Starspielerpunkte gesammelt. Ah, aber auch er ist nicht in Form. So, den Blitz haben wir diese Runde schon benutzt. Minus einmal hier rüber. Und dann sind wir mit unserem Zug am Ende. Ja, 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 ja. Die Elfen. Get in their face. Da ist der Witch Elf. Der ist noch irgendwie ein gutes Ziel vielleicht für eine Casualty. Nur mit Rüstungs 7. Those players are very close. Smells like a fight is about to happen. Pushed. He's on him now, like a halfling on a hot dinner. Wird ausgewichen. Da möchte noch einer in die Zuschauer gehen. Kein Thema. Solange der Black Scorpion nicht sein wildes Tier verpatzt, wird auch dieser Spieler. Obwohl, das ist, nee, der ist damit abwehren. Schade. Aber vielleicht geht er ja. Ja, der geht. Alles klar. Black Scorpion mit seinen nächsten Starspielerpunkten. So. Jo, wo machen wir denn weiter? Wir müssen erstmal hier zumachen wieder. Mit dem Beru. So, der Koali haut dann mal hier diesen Blitzer. Oh, wir haben beide Block. Der Kuriminus versucht es besser zu machen. Nee, schafft er nicht. Na gut, dann der Samur gegen den hier.
Alles klar, hinterher. Läuft. Das kann der Cartman nämlich nach hier. Und hier so ein bisschen aufräumen, beziehungsweise Tackle-Zonen negieren. Backfisch einmal hierhin. So, und der Frank haut den. Der hat keinen Block. Ist ja perfekt. Und hier haben wir den Eloy, dass der den hier noch schlagen kann. Leider hat er ausweichen. Folgen. So, jetzt einmal die Hexe noch prügeln. Ah, die hat leider auch ausweichen. Bleiben. So. Zu beenden. Wir haben leider keine Meter gut gemacht, aber das macht nichts. Wir sind momentan gut dabei, die Elfen zu dezimieren, und wo keine Elfen mehr auf dem Platz sind, was sollte das denn jetzt? Naja, okay. They're getting up close and personal, Bob. Ja, wollen sie den Cartman holen? So close they can smell your breath and see the dead insects in your teeth. Schaffen sie leider auch. Wir sind wieder dran. Komm, Black Scorpion, die Hexe ist dein. Go, big guy. Trample all over him. Nein. Aha, wieder ein Verklicker. Komm, aber jetzt an die Casualty. With arms like tree trunks. There was only going to be one result in that spot. Okay. Aufstehen. Cartman, aufstehen. Cartman, aufstehen. So, okay. Der Koali ist frei. Das heißt, wir können ihn hier hinziehen. Und den Bero hier hinziehen. Und dann Backfisch hier hinziehen. Und Backfisch braucht nämlich nur noch 3 Starspielerpunkte für einen Aufstieg. Das heißt, der Mischka wird jetzt einen Pass werfen. Pass auf Backfisch. Did you see the pass, Bob? You sometimes miss the subtle interventions in your desperate need. Werfen muss nicht so sein. I smell a quick touchdown here. So. Der Loridas unterstützt hier oben mal. So, und dann gibt es jetzt hier Prügel. Frank, einmal draufhauen. Ja, schade. Folgen. Und der Samo prügelt jetzt mal drauf. Und ja. Kettuti, jawohl. Da ist die Knochenbrecher, Leute. Wieder ein Elf weniger auf dem Spielfeld und 2 Starspielerpunkte für den Samur. So, dann haben wir hier den Koriminus mit einem 1er Block. Nee, okay, den hat er nicht gut geschafft. Aber alles halb so wild. Ja, die Elfen sind squishy. Und hin und wieder braucht so ein Prügelteam halt auch so ein Elfenteam, auf dem sie rumkloppen können, um sich ein paar Starspielerpunkte zu sammeln, meine ich. Hier gibt's der Cartman, auch gegen den Cartman haben sie was. Ich sehe das schon. Aber Held stand. Das ist genauso wie vor ein paar Spielen, wo Plastiklöffel jeden Blitz abbekommen hat, egal wo sie stand. In der Nähe des Balls oder nicht. Ja, da geht der Wiederholungswurf. Oder auch nicht. Okay, alles klar. Gut. Ja. Unterstützung. He's coming to help his buddy. That's gonna hurt. Einmal nach vorne. Der Lesrak könnte auch einen Touchdown gebrauchen.
Ja, wir schauen uns das noch einmal an. So, der Black Scorpion einmal hier in den Blitz. Haha, here's some friends. Okay, einmal nach hier schipsen. It looks rather like an old traditional spectacle in the star. So, und jetzt bitte die Casualty. Torgomania. Na, leider nicht. Okay. So. Die Hexe da ist jetzt natürlich nervig. Da kümmert sich der Bero mal drum. So. Alles klar. Dann haben wir jetzt hier folgendes Problemchen. Da hin. Der Frank. Hier hin. Okay. Sieht gut aus. So, und der Lesrak Dark. Einmal nach da. This formation gives them a safe progression. It's gonna be hard to make them lose the ball. That's the ball going the wrong way. Wiederholungswurf. Pass made. So. Cheers and jeers from the fans. Und zurückgeben den Ball. All good. So. Solid, if not spectacular play. Jetzt haben wir hier noch einen Block mit dem Cartman zu machen. Oh, der geht leider nur zum Schubserblock. Wir bleiben stehen. Und hier haben wir noch einen Block zu machen. Ein Einserblock leider nur. Ah, sehr schön. Damit schubsen wir den noch ein Stück zurück. Bleiben stehen. The domino effect in action. Okay. Zug beenden. Wir haben noch ohne Ende Zeit, einen Touchdown zu machen, und ich habe jetzt vor, mit Backfisch möglichst viele Pässe zu machen, dass sie einen Aufstieg kriegt. Dann dem Lesrak den Ball zu geben, sodass der den Touchdown machen kann. Das ist der Plan. Mal sehen, ob er gelingt. Ist natürlich greedy. Ah, Cartman ist K.O. Ah. Nee, dafür nehmen wir keinen Apotheker. Also so viele Elfen gibt es gar nicht mehr auf dem Spielfeld. Ah, die Hexe will raus. Okay. Alles klar. Wie kriegen wir die Hexe aus dem Spiel? Weil die nervt da auf der Seite. Der Koali könnte sie hier hinschubsen. Na, hierhin geht und er sie schubst. Dann geht sie nach da. Dann können wir hier rum, darum. Ja, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. So, einmal hier bitte Block gegen die Hexe. Okay. Dahin. Folgen. That player is so close to a world of hurt. Und der Lesrak geht jetzt hier rum und macht den Blitz gegen die Hexe. Und ab ins Publikum mit dir. And into the crowd they go. Und K.O. Sehr schön. Überspringen. So, jetzt müssen wir natürlich hier wieder den Ball ein bisschen verteidigen. Sollte aber kein Thema sein. Wir haben ja noch genug Leute hier. Der Samur geht auch mal hier vorne. So. Dann möchten wir jetzt den schlagen. Einer. Okay. Nach da schinken wir ihn. Und bleiben stehen. Und der möchte bitte auch jetzt geschlagen werden. Und sometimes the underdog wins the fight. Ah, schade. Naja, man kann nicht alles haben. So.
Backfisch, Pass auf den Mischka. They're trying to secure the ball. What a ball pass. The way is clear for a touchdown. Und wir gehen hier rum. Und ich glaube, auf der anderen Seite sind wir sicherer. Ne, wir gehen wieder doch auf die andere Seite. Und dann übergeben wir wieder den Ball. Weil hier unten rum könnte auch noch ein Elf kommen. Zuerst wollte ich näher hier ran, aber gut. Kann nicht alles haben. So, ein Starspielerpunkt noch für Backfisch. Vom Aufstieg entfernt. Darauf ein bisschen ein Schlückchen. Okay. Risky. Hat er nicht geschafft. Haha, sage ich dazu nur. Alles klar. Der Samoa rächt dann ein bisschen hier. Komm. Und der hat kein Ausweichen. Bleibt stehen. Leider keine Casualty. Loyalers. Geht auch kein Ausweichen. Folgen. Das ist der Casualty. Sehr schön. So muss das sein. So muss das sein. So, hier. Der Typ, der direkt vor ihm steht, wird jetzt auch gepuncht. Ping. Und nochmal. Ah, leider nicht. Okay. Dann jetzt einmal der Pass auf den Mischka. Here comes the last chance pass. Und da ist der Aufstieg für die gute Backfisch. Und jetzt müssen wir nur noch den Ball an den Lesrak übergeben. Not a wise place to end your turn on the border of the pitch. If the player gets pushed into the crowd, und der Lesrak hat auch den Aufstieg mit dem Touchdown. Sorry. Ladies and gentlemen, it's a touchdown. Touchdown, Lesrak. Any advice, Bob, for the side that's down two touchdowns? Make out your will and check your insurance policies. Keep away from the fans, because they're not gonna be happy. Sehr, sehr schön. Das ist doch ein wirklich erheiterndes Spiel. Endlich mal richtige Ausfälle hier. Guckt euch die K.O.-Boxen an von den Elfen. So, dann werden wir jetzt auch mal den Manu einwechseln für die Backfisch. So, die beiden haben ja beide schon Starspielerpunkte, das heißt, wenn die nachher MVP werden. Nein, wir möchten die nicht speichern. So. Der Manu allerdings, der könnte noch so einen Starspielerpunkt gebrauchen. Beide Teams einen extra Wiederholungswurf, den können wir gut gebrauchen. Naja, eigentlich nicht, wir haben nur drei Wiederholungswürfe und noch zwei Züge. Der Starspieler ist auch leider wieder da. They've grabbed the ball. A wise move, as it's quite fundamental to the game. Pseudo-Käfig um den Ball. That's a solid formation. I want to see the opposing team have a go at the ball now. Can anybody catch the ball tonight? Ja, da geht's gegen den Quali, aber das Ausweichen. Ich frag mich, warum er hier nicht den Wiederholungswurf benutzt. Das wäre kein Thema gewesen. Naja. In the crowd. The player's fist is approximately the same size as his entire opponent. What a shame! This big guy should quit now. In the crowd. And into the crowd they go. I wonder if we'll ever see them again. So, und dann gehen wir hier noch ein bisschen prügeln.
leider diese Runde nicht mehr, sind ja alle weggelaufen. Aber das machen die Elfen nun mal. So. Hier werden wir auch alle umstellen. Loridas nach vorne. Den Bero hier zum Starspieler. Und auch den Frank. Aber den Frank können wir noch hier stellen. So, Zug beenden. Schauen wir mal. Ein gutes Spiel für unsere Starspieler-Punkte. Machen das auf jeden Fall. Auch wenn wir nur zwei Touchdowns haben bisher und noch keinen dritten kriegen. Aber wir haben sehr viele Ausfälle verursacht. Hypnotischer Blick. Fehlgeschlagen. Ja, hier der ist das. Samu lässt sich nicht einfach so hypnotisieren. The attacker has mehr als einen Elfen. Nuffle must be holding him up. Fast and impossible to tackle. The fans will love it. Okay, Samu, revanchier dich doch mal für diesen Hypnoseversuch. Der hat keinen Block immer noch nicht. Ah, K.O. Nuffles Kiss. Alles klar. So. Lesrak. Punch him. Folgen. So. Koali einmal gegen ihn. Der hat kein Ausweichen. Sehr schön. Aber Abwehren hat er. So, das ist der Manu. Nur dem Manu? Ne, wir versuchen das mit dem Blattskorpion. Mit dem. Dann kann der Manu nämlich vielleicht gleich einen Pass werfen, wenn der Ball gleich frei ist. They're going for the ball. Okay. They've left the ball carrier exposed. There could be a counter strike. Leider, leider, leider. Keine Casualty. Wo sind denn hier unsere? Die sind hier ganz hinten. Okay, den Mischka holen wir dann mal nach hier. Da, mit dem Eloridas. Hier hin. Und für alle Fälle hier den Cartman hier hin. Und hier hin mit dem Koguminus. So, wenn das Schicksal es will, dann werde ich jetzt mit dem Manu einen Pass werfen. Und deinen Starspieler einheizen. So. Pass. Auf den Mischka. We call that a pleading pass. The coach läuft. Is ein Starspielerpunkt. Zug beenden. Das heißt auch, wenn der jetzt einen MVP bekommt, steigt er auch auf. Ist jetzt noch der Cartman dran. Bloß keine Casualty mehr einfangen, Cartman. Ja, gelähmt. That player's earned their wages today. Like a tadpole. The skink slips between the Ende 2-0 gewinnen wir gegen die Dunkelelfen. Und der Eloridas ist Spieler des Spiels geworden und wird beim nächsten Casualty auch wieder einen aufsteigen. Sehr schön. Die Starspielerpunkte, Eloridas 7 Stück, Bloodscorpion hat gewütet, Cartman hat auch gewütet, Samu auf jeden Fall, Bugfish, Frank, Lesrak Dark, alle super gespielt.
gucken wir mal in unsere Team. In unser Team, ja. Und hier haben wir drei Aufstiege. Einmal für Backfisch. Und Stufe aufsteigen. Würfel werfen. Ein Pasch. Ich wollte hier eigentlich eine Mutation geben. Aber ausweichen läuft auch für Backfisch. Ausweichen, Agility 4 und beim nächsten Aufstieg dann zwei Köpfe. Das ist definitiv klar. So, der Frank hat einen Aufstieg bekommen. Stufe aufsteigen. Der Frank wird definitiv nicht Tackle, Knochenbrecher bekommen. Und der Lesrak Dark hat seine erste Stufe und bekommt Blocken. Sehr, sehr schön. Alles klar, wir haben 15.000. Wir könnten mal hier in unser Club gucken. Well, how about a refreshing glass of Bloodweiser? Zur Zirkel der glücklichen Gelassenheit. Wir könnten hier mal ein Upgrade kaufen. Was kostet das denn? 100.000? Mit Hilfe dieses Upgrades kannst du deine Stadion und Infrastruktur erweitern. Okay, machen wir das einfach mal. Gucken wir mal. Infrastruktur kaufen. Was haben wir denn an Zauberladen? Aha. In der Anreizphase bekommen beide Teams kostenlos einen Zauberer. Na, warum denn beide Teams? Das ist doch nicht so cool. Sicherheitsoger. Die Anschlussergebnisse Randal und Platzsturm können nicht mehr eintreten. Okay. Bierstand. Plus 1 auf Verletzungswürfe, wenn ein Spieler vom Platz geschoben wird. Der ist gut. Kostet allerdings auch was. Anreizphase bekommen beide Teams kostenlos eine Bestechung. Modifikator auf Rüstungswürfe nach fehlgeschlagenem Spurt. Ja. Minus 1 Modifikator auf Rüstungswurf nach fehlgeschlagenem Spurt. Ja. Verdoppelt alle Gewinne und Verluste beim Fanfaktor. Ja. Und die Sandwichbude, Steinwerfen, okay. Das ist alles noch zu teuer, Leute, aber beim nächsten Mal gucken wir uns das mal genauer an. Bis dann, have fun, euer Quali, tschüss!